Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier beim InvertMaster. Leute, ein neues Video, diesmal ohne Cam. Warum ohne Cam? Ich bin erkältet. Man hört es vielleicht an der Stimme. Aber das lässt mich nicht davon abbringen, euch ein paar Infos zukommen zu lassen zum neuen Game-Update, zum neuen DLC und zum neuen Szenario und zum Reich der Lüfte und. Und, ja, ihr könnt alle ab dem 20. September reingehen. Und ich wollte euch in diesem Video mal vorstellen, was diese große Galerie eigentlich ist, die jetzt hier im Hauptmenü neu reingekommen ist. Und zwar gibt es ja hier verschiedene Szenarien. Ja, der Kampf der Kuriere, das ist jetzt halt eben neu. Es gibt Eden am Ende, da habe ich bislang tatsächlich nur Silber in Anführungszeichen, wobei das auch echt knackig ist. Den silbernen Käfig haben wir auf Gold abgeschlossen. Und wenn ihr diese Szenarien halt eben absolviert, dann bekommt ihr quasi Tickets. Ich habe da eben schon versehentlich mal raufgedrückt. Hups, nicht da drauf, sondern hier drauf. Und habe dadurch, dass ich einmal Silber und einmal Gold habe, halt eben ordentlich Tickets bekommen. Und mit diesen Tickets könnt ihr quasi Ornamente kaufen. Ihr könnt euch Porträts holen, wenn ihr einfach mal sagt, Mensch, die Standardprofilbilder sind euch einfach langweilig geworden. Ihr wollt mal was anderes haben. Das ist ganz nice. Und das ist ja auch das, was ich halt immer wieder sage. Warum das Spaß macht, auch bei Anno 1800 von vorne zu beginnen. Man hat immer wieder was Neues. Klar, ich meine, der Grund, wegen einem neuen Profilbild neu anzufangen, hinkt natürlich sehr stark. Dennoch ist es natürlich so, dass diese ganzen Punkte halt schon ziemlich nice sind. Auch Zeit für Veränderung. Ne? Ich meine, ihr habt hier verschiedene Luftschiff-Designs, sag ich mal. Das ist schon cool. Wobei man da echt aufpassen muss. Ne? 1,8, jetzt habe ich hier 500 Punkte und dann gehen wir rein, das ist schon wieder schwierig. Aber ich habe das neue Szenario auch noch nicht gespielt. Bei Items selber, sag ich mal, habt ihr auch die Möglichkeit, diverse Sachen zu erwerben. Relativ günstig, würde ich sagen. Weiß ich nicht, ob Mr. Garrick jetzt für 70, also den kriegt man ja nun relativ einfach. Also weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Und ja, rufen Sie Paloma und ihre Auswahl an Items aus der großen Galerie an ihr Konter liefern zu lassen. Ist natürlich ganz cool, dass wenn du auch ein neues Spiel startest, dann hast du gleich das Item am Start. Ist schon ziemlich cool. Und wenn du dann überlegst, du kriegst gleich ein bisschen Zusatzeinkommen, wobei das ist jetzt bei Bankhaus, das macht am Anfang noch nicht ganz so viel Sinn. Mal gucken halt eben, was kommt. Also wie gesagt, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen was erweitert. Ich habe es mir vorher nicht durchgelesen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da ganz frisch jetzt reingekommen. Und ja, wie gesagt, spielt die Szenarien durch. Wird geil und wir sehen uns das Ganze natürlich auch im Stream an. Bis dahin sehen wir uns gerne auf Twitch.tv InvertMaster. Euer Marcel, Kuss geht raus und bis dann.